Hallo Menschen, heute ist der erste Tag des Lesemarathons und es ist gerade kurz vor 2:30 und wie erwartet kam ich bisher nicht besonders viel zum Lesen, da ich halt dann immer so um 12 rum, wo es offiziell losging, gerade Mittag esse und mich anziehe für die Arbeit. Das heißt, bisher habe ich ungefähr 20 Minuten gelesen, aber da ich gestern Abend bereits mit diesem Gedichtband anfing, habe ich den heute früh auch dann gleich noch beendet. Der war übrigens sehr gut, aber ich habe vor, da mal so ein Lyrik-Video über die Gedichtbände dieses Monats zu machen. Das heißt, ich werde heute nicht besonders viel dazu sagen, kann es aber empfehlen. Und für die weitere Lektüre habe ich mich jetzt für Heiligblut von Frau Elsner entschieden und dann schauen wir mal, wie es so weitergeht. Menschen, es ist jetzt Sonntag früh, 5.35 Uhr und der Lesemarathon war bisher sehr, sehr seltsam. Habt ihr vielleicht gesehen, dass ich Freitag relativ schnell nach Beginn auf Arbeit musste, dann abends noch in einer Kneipe bzw. bei Freunden war und weil ich so vernünftig sein wollte, mir dann im Späti halt kein Alkohol mehr zu kaufen, sondern einen Eistee. Also ich weiß nicht, ob es daran lag, aber ich konnte halt, nachdem wir um 3 im Bett lagen, sehr schlecht einschlafen. Die Zeit, die ich geschlafen habe, habe ich dann auch unruhig geschlafen und bin früh um 6 schon wieder aufgewacht. Habe also vielleicht so 2,5 Stunden geschlafen und konnte dann früh auch nicht wirklich lesen. Habe einfach nur ein bisschen online gesurft und war dann halt meine Samstagschicht arbeiten. Woraufhin ich dann auch relativ zeitig ins Bett gegangen bin, das war so 11:30. Also dafür, dass ich abends nur ein bisschen und eigentlich hauptsächlich auf Arbeit gelesen habe, bin ich relativ gut mit Heiligblut vorangekommen. Ich zeige es euch kurz, so vom grünen bis zum roten Schniepel habe ich gestern gelesen. Bin auch kurz vom Ende, es kommt am Ende noch so ein bisschen editorische Notiz und Nachbau, aber es ging dann gestern Abend nicht mehr. Und heute früh bin ich eben um 5 rum wach geworden, das heißt ja gut, 5,5 Stunden Schlaf vielleicht, wenn es hochkommt. Und gerade eben vor wie lang auch immer dieser Clip gerade ist, habe ich die Hälfte meiner aufgenommenen, was ist ein deutsches Wort für Footage? Also meines aufgenommenen Materials gelöscht. Und ich habe auch gerade irgendwie überhaupt keine Lust mehr, noch ein Video hochzuladen oder irgendetwas für ein Video zu drehen, weil ich habe auch schon gesehen, also all die hübschen, es klingt jetzt doof, aber ich habe versucht auch so ein bisschen Schönes zwischendurch, so von der Stadt und von den Straßenbahnen und nachts so mit den Lichtern aufzunehmen und das ist alles weg. Ich guck mal, wie es heute mit Lesen vorangeht, weil ich jetzt auch schon wieder müde bin und das ist eine total komische Zeit gerade. Ich kann sonst super schlafen und schlafe 10, 12 Stunden am Tag und jetzt das hier und naja, so, es ist jetzt 7.38 Uhr und ich habe nicht nur Heiligblut zu Ende gelesen, sondern auch gleich noch den Gedichtband dieser zwei samischen Damen mit interessantem Namen. Der hier war auch gut. Es waren schöne feministische Gedichte, muss man so sagen, die aber die komplette Bandbreite mit drin hatten. Also einige zum Beispiel auch über Mutterschaft und durchaus mit den negativen Gefühlen und Folgen, die das auch für das Individuum hat, nachdem man halt jetzt irgendwie plötzlich nur noch Mutter ist. Also waren ganz interessante Sachen, auch wenn mir das erste, also von der Frau Lucari, besser gefallen hat als das von Aikio Arianaik. Was eigentlich interessant ist, denn gerade die letztere konzentriert sich halt eher so auf die negativen Seiten und ich weiß nicht, ob wir das noch aus irgendeinem Get-to-Know-Me-Tag oder so wissen. Also ich habe auch nicht vor, Kinder zu gebären oder zu adoptieren oder dergleichen. Und die erste hat durchaus auch positive Gefühle, die ich ja überhaupt nicht so nachvollziehen kann. Und trotzdem fiel mir ihres halt, zumindest vom Lyrischen her, besser.
Nach diesem ganzen Gedichtkram habe ich tatsächlich auch mal ein bisschen Lust auf Das Schiff von Andreas Brandhaus, also mehr in die Richtung Science Fiction. Den Gabriel Garcia Marquez werde ich wahrscheinlich mit unserer Lesemarathon-Veranstalterin zusammen nächstes Wochenende lesen. Das heißt, zwischendrin mal so ein bisschen Science Fiction ist eigentlich ganz gut als Abwechslung. Und der Tag ist ja noch lang, mal gucken. Ich habe auch irgendwie das Bedürfnis, mich nochmal hinzulegen, aber wir schauen. Es ist nun kurz vor 10 Uhr abends am Sonntag und ich wollte noch ein paar abschließende Worte zu unserem Lesemarathon liefern. Und zwar erstmal als Nachtrag zu den beiden Gedichtbänden, nämlich das erste, Tumulingue, wollte ich nochmal erwähnen, dass das ein ganz, ganz toll gemachtes, hochwertiges Hardcover ist. Und das fiel mir dann nochmal auf, als ich durchgeblättert habe und gemerkt habe, wie schön buttrig die Seiten sind. Also falls ihr vielleicht wisst, was ich meine. Es gibt ja auch dicke Seiten, die eher so rau sind und das hier ist aber so ganz weich und glatt und buttrig trifft das irgendwie ganz gut. Und das wollte ich einfach nochmal erwähnen, weil ich das halt schon toll finde, wenn gerade so kleine Verlage, die hier irgendetwas aus dem Polnischen übersetzen, Lyrik, was ja nicht groß verkauft wird, sich trotzdem solche Mühe geben oder vielleicht gerade kleine Verlage. Deswegen das nochmal als Erwähnung. Und eine andere Erwähnung, die auch das Äußere betrifft, bei dem Lyrikband Erbmütter und Welttöchter, wenn ihr das hier vielleicht seht, ist der immer so selten gemacht. Unten ist es dünn und oben ist diese Pappe. Und ich meine, das sieht zwar von vorne wirklich interessant und cool aus, ist aber irgendwie auch total unpraktisch, weil es ja dann oben schwer ist und dann knickt es hier so ab. Und auf der Rückseite ist es mir sogar richtig abgeknickt. Und eigentlich möchte man doch, dass es hier dick und fest ist. Also, ja, irgendwie seltsam, auch wenn es hübsch ist, aber das nochmal so nebenbei bemerkt. Und dann wollte ich einfach nur nochmal updaten, auf den neuesten Stand bringen, an welcher Stelle ich bei Das Schiff bin. Das ist nämlich Seite 244, also noch nicht ganz die Hälfte, aber so knapp. Und das hat sich jetzt doch noch als erstaunlich gut herausgestellt, denn auf den ersten vier Seiten, ich weiß, das ist nicht viel, aber da dachte ich kurz, das wird überhaupt nichts für mich und ein Buch, was ich total schlecht finde, denn da arbeitet Andreas Brandhaus irgendwie mit so ein bisschen billigen Erzählstrukturen, in dem zum Beispiel der Prolog endet mit den Worten: In der Dunkelheit zwischen den Sternen erwachte etwas und begann sich zu regen. Und das ist halt so ein bisschen dieser, ja, so billige Spannungsaufbau. Oh, was begann denn da, sich zu regen? Und zumal es auch unlogisch ist, denn vorher haben wir einen augteuren Erzähler, der alles weiß über Millionen Jahre Universum und uns diese eine Info halt vorenthält, nur damit das spannender ist. Und dann folgt auch auf der nächsten Seite so eine, na, ich muss es wirklich so nennen, so eine pseudophilosophische Unterhaltung zwischen einem Menschen und einer intelligenten Maschine. Und das war so, ach, wir haben euch erschaffen, aber jetzt seid ihr so viel schlauer als wir, bla bla bla. Und dann geht es halt eigentlich so ganz normal mit der Geschichte los und das wäre viel besser als Anfang gewesen, meiner Meinung nach, weil man auch so langsam lernt, wie halt die Welt ist. Und vorher diese so plumpe, billige Einführung fand ich halt nicht so gut. Aber um es nochmal kurz zu fassen, jetzt hat es sich als recht gut herausgestellt. Es ist recht schnell, geht richtig gut voran vom Plot her, hat mich jetzt auch noch nicht übermäßig zum Nachdenken angeregt, aber es ist eine gute, unterhaltsame Geschichte. Und das war ja dann auch so alles, was ich im Lesemarathon gelesen habe. Danke nochmal an Mina für die Veranstaltung und die Fragen, an denen ich mich nur so teilweise beteiligen konnte, da ich halt auch arbeiten war und dann habe ich auch mal was vergessen. Es war auf jeden Fall eine tolle Zeit und eine schöne Idee und hat ja dann doch eigentlich noch ganz gut geklappt, obwohl ich nicht die ganzen 3 Tage Zeit hatte. Und dann habe ich jetzt wahrscheinlich schon genug palavert und beende das Video hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder.